Talons zum Rat gehören. Stipwitz. Bürgermeister Stipwitz, den findet ihr um diesen Tageszeit sicherlich bei einem Krug Apfelwein an einem Tisch vor der Schenke. Kaufmann Heinrich werdet ihr am Markt vorfinden und der örtliche Geweihte der Parei sollte am Tempelplatz zu finden sein. Rondra mit euch, Bueno hier. Okay, dann stimmen wir Leute um. Mobilmachung. Der Stadtrat von Talon will die Wache nicht aus der Stadt lassen. Es gibt eigentlich zu viel in Talon selbst zu tun. Mal sehen, ob ich die hohen Herren umstimmen kann. Überzeuge den Bürgermeister. Das erste Ratsmitglied, das ich überzeugen muss, ist Bürgermeister Stipwitz. Ich sollte den Bürgermeister in der Taverne aussuchen. Überzeuge den Obergeweihten. Das zweite Ratsmitglied ist der Obergeweihte der Pereien in Talon. Ich muss ihn als nächstes überzeugen. Ich werde den Geweihten wohl im Tempel von Talon finden. Das dritte Ratsmitglied, das zu überzeugen gilt, ist der Kaufmann Leuwart Eirich. Ich finde den Kaufmann am Denkmal auf dem Marktplatz. Okay. Dann machen wir es doch einfach in der Reihenfolge, in der das Spiel es sagt. Reicht es nicht eigentlich, wenn wir zwei von denen umstimmen? Ah, da seid ihr ja wieder. Gibt es etwas Neues? Ich wollte mit euch über die Goblin-Plünderer reden. Gewiss eine schreckliche Plage, aber in Talon sind wir sicher und bis zum Apfelfest ist auch die Brücke nach Breinsheim wieder passierbar. Danach kümmern wir uns um die paar lächerlichen Goblins. Ich habe geholfen, die Goblins vor der Stadtmauer zu vertreiben. Mir ist dafür keine Belohnung. Ihr müsst der Wache erlauben, das Lager anzugreifen, dann können wir dem Spuk ein Ende bereiten. Und was ist mit den Gebieten jenseits der Stadtmauer? Die Plünderer beschränken sich zurzeit darauf, die unmittelbare Gegend um Talon zu bedrohen. Brensheim und der Raftlof sind bisher noch nicht von ihnen attackiert worden. Diese dummen Goblins sind einfach nicht zahlreich genug, um zu einer ernsten Bedrohung zu werden. Ich habe noch andere Fragen. Tja, ja, diese Plünderer, schrecklich. Was wollt ihr wissen? Jetzt sind wir mal arrogant und fragen nach einer Belohnung. Nun, das war sehr edelmütig von euch, aber wenn ihr der Stadtwache geholfen habt, so würde euch der Hauptmann sicher schon entlohnt haben. Was ich spreche mit ihm, er kümmert sich um die Bezahlung von Söldnern. Ich habe noch andere Fragen. Ihr müsst der Wache erlauben, das Lager anzugreifen. Warum schickt ihr nicht nach Hilfe, um der Bedrohung Herr zu werden? Haha, ihr seid mir ja ein Spaßvogel. Wenn sich die Gerüchte über Probleme in Talon ausbreiten, dann sind wir endgültig ruiniert. Lieber die Pilger sterben lassen, oder wie? Ja, ihr müsst der Wache erlauben, das Lager anzugreifen. Das Lager angreifen, aber wir brauchen die Wachen in der Stadt. Alles geht hier drunter und drüber. Die Vorbereitungen auf das Apfelfest laufen auf Hochtouren. Wir haben viele wichtige Gäste, die wir beschützen müssen. Wisst ihr, was ihr von mir verlangt? Und selbst wenn ich einwilligen würde, die anderen Ratsmitglieder müssten auch ihr Einverständnis geben. Denkt ihr auch einmal an etwas anderes als das Apfelfest? Bürgermeister, dort draußen sterben Menschen. Ihr müsst die Wache aussenden. Und wenn ich die Wache aussende, wer kümmert sich dann um die Probleme der Stadt? Da werden hier in Talon Menschen sterben. Das Apfelfest wird auswandeln, der Handel wird den Bach runtergehen und die Menschen hier müssen hungern. Vielleicht könnte ich ja eine Aufgabe der Wache übernehmen. Würdet ihr dann zustimmen? Wenn ihr Last von der Stadtwache nehmen könntet, würde ich euch mein Einverständnis geben. Es geht dabei um eine wichtige Angelegenheit. Wollt ihr sie hören? Nun gut, dann erzählt mir in aller Ruhe, worum es geht. Ein reicher Adliger der Grafschaft Wall wacht weit zurzeit in Talon, um am Apfelfest teilzunehmen. Er ist ein sehr religiöser und tiefgläubiger Mensch und sein liebster und teuerster Besitz ist ein Satz sehr aufwendig geschnitzter Elfenbeinfiguren, die 12 Götter darstellten. Sie wurden ihm letzte Nacht gestohlen. Natürlich ist das fürchterlich peinlich für uns und Vartu von Eichenschlag ist zu Recht erzürnt. Von Eichenschlag hatte den Dieb auf frischer Tat ertappt. Es war ein Kobold, der südlich von Talon für gewöhnlich sein Unwesen treibt. Wenn ihr mein Einverständnis für die Pläne des Hauptmanns wollt, geht zu diesem Kobold und bringt mir die Figuren zurück. In Ordnung, ich werde mich um den Kobold kümmern. Sehr gut, verlasst die Stadt durch das Westtor und wendet euch dann gleich nach Süden, bevor ihr die Brücke überquert. Folgt einfach immer der Stadtmauer, dann kommt ihr zu einer Wiese. Dort hält sich der Kobold meistens auf. Ja, ich möchte über was anderes sprechen. Das war alles. Okay. Von ihm haben wir eine Aufgabe gekriegt. Zum Überzeugen. Jetzt reden wir einfach mal mit Kaufmann Eirich. Was ist so wichtig, dass ihr mich schon wieder stören müsst?
Tut mir leid, euch stören zu müssen, werter Kaufmann Eirich. Es geht jedoch um eine höchst wichtige Angelegenheit. Der Hauptmann von Tador bittet um eure Erlaubnis als Stadtratsmitglied gegen das Ogerlager vorzugehen. Haha, hört sich das einer an, als ob das so einfach wäre. Ehrlich gesagt gebe ich keinen Pfifferling darauf, was der Hauptmann will, aber bei geeigneter Gegenleistung eurerseits wäre ich bereit, dem alten Hauding hier in dieser Sache entgegenzukommen. Nun gut, eine Hand wischt die andere. Da unser beider Zeit kostbar ist, bin ich euch kurz zu fassen. Was verlangt ihr? Wenn ihr meine Hilfe wollt, dann müsst ihr euch auch die Zeit nehmen, mir alle Einzelheiten anzuvertrauen. Ha. Müssen muss ein Eirich gar nichts. Aber Geschäft ist Geschäft. Also sollt ihr eure Einzelheiten haben. Kommt ein wenig näher, das geht nur uns beide an. Unter uns gesagt, es geht um Familieninterner. Mein Sohn trifft sich schon seit geraumer Zeit mit einer gewöhnlichen Magd. Für gewöhnlich trafen sich die beiden immer heimlich auf der Wiese unten am Fluss Obor. Aber seit diese diebischen Goblins sie draußen zu schaffen machen, konnten sie sich dort nicht mehr treffen. Sie müssen sich ein neues Versteck für ihre Treffen gesucht haben, welches ich noch nicht kenne. Erzählt weiter. Ich habe seit gestern nichts mehr von ihm gehört und habe nun den Verdacht, dass der dieses tolle Idiot mit dieser billigen Dirne durchbrennen wollte und ihm nun etwas zugestoßen sein könnte. Wenn meine Vermutung stimmt, dann müsste der Name der Magd nie am süßen sein. Bin ich die Mutter des Mädchens und so konfrontiert sie mit meinem Verdacht. Vielleicht hat sie einen Hinweis für euch, welchen neuen Ort die beiden sich ausgesucht haben. Bringt mir meinen Sohn lebendig zurück und der Hauptmann ist meine Stimme sicher. Ihr werdet mir also helfen, nicht wahr? Einverstanden, ich werde sehen, was ich tun kann. Sehr gut, kommt wieder, wenn ihr Neuigkeiten habt. Ihr seid ja immer noch hier, was ist denn noch? Lebt wohl. Also ja. Gucken wir mal. Sprich mit dem Bürgermeister. Stimpfis ist von der Idee, die Wache freizuständig gerade begeistert. Aber wenn ich für ihn einen Auftrag erledigen würde, wäre er bereit, seine Zustimmung zu geben. Ein Kobold, der südlich der Stadt sein Unwesen treibt, hat einem reichen Adligen ein Set mit Elfenbeindarstellungen der Zwölfkletter geklaut. Stimpfis wollte, dass ich das Diebesgut zurückhole. Eirich hat ein Problem, bei dem ihm eigentlich die Stadtwache helfen soll, aber wenn ich bereit wäre, diese Aufgabe zu übernehmen, würde er mir sein Einverständnis geben, die Wache aus der Stadt zu lassen. Sprich mit der Mutter. Der Sohn des Kaufmanns, Ulfing Eirich, ist seit einiger Zeit verschwunden. Er hat wohl ein Verhältnis mit Niam Süßen, der Tochter der Händlerin am Brunnenmarkt. Ich sollte mal mit Niams Mutter sprechen. Ja, da ist der Kobold. Wir wollen aber jetzt erst einmal in den Pereine-Tempel und uns von ihm hier das Einverständnis holen. Vielleicht ist er mal wenigstens etwas einsichtiger als der Rest hier. Weil der eine hat nur das Apfelfest, der andere nur sein eigenes Interesse im Kopf. Ein Geweihter hat vielleicht ein bisschen mehr im Kopf. Oder noch viel weniger. Ist das der Abt von Talon dann? Ach, ihr seid es wieder. Wie kann der Pereine Geweihte euch zu Diensten sein? Ihr gehört doch zum Stadtrat, nicht wahr? Ihr müsst dem Hauptmann unbedingt erlauben, das Lager der Oger anzugreifen. So, und warum soll ich dem zustimmen? In Talon gibt es für die Wache viel zu tun und die Goblins sind keine unmittelbare Bedrohung für die Stadt. Was kann es für die Wache zu tun geben, das Wichtige ist, als die Menschen von ihrer Plage zu befreien. Mag sein, dass die Menschen innerhalb der Stadtmauer nicht direkt bedroht sind. Schade, dass hier niemand einen Gedanken an die Menschen außerhalb der Stadtmauer vergeudet. Schade, dass hier niemand einen Gedanken an die Menschen außerhalb der Stadtmauer zu denken scheint. Da habt ihr natürlich recht und es ist gewiss nicht im Sinne der Götter, wenn wir diese Menschen leiden lassen. Aber ich hatte eigentlich gerade vor, die Wache mit einer wichtigen Aufgabe zu betrauen, die für die Sicherheit der Menschen von größer Wichtigkeit ist. Wenn ihr diese Aufgabe für mich erledigen würdet, hättet ihr mein Einverständnis. Also gut, lasst hören. So wie es aussieht, hat er es ein Goblin geschafft, in die Stadt einzudringen und einen Brunnen zu vergiften. Perein sei Dank hat er sich so ungeschickt angestellt, dass der erste Bürger, der Wasser geholt hat, es gleich bemerkt hat. Es ist also noch niemand zu Schaden gekommen, aber der Brunnen ist dennoch für die nächste Zeit unbrauchbar. Ich kenne ein Rezept, um das Wasser vom Gift zu befreien. Mir fehlt aber eine entscheidende Zutat. Was für eine Zutat wäre das?
Es ist ein eher seltenes Kraut und wächst nur nördlich von hier in der Nähe von einem alten, verwitterten Felsentor. Eingelassen in den Berg, aber die Stadt zu verlassen ist derzeit für einen einfachen Geweihten wie mich allein zu gefährlich. Wenn ihr mir also an meiner Stadt die Zutat besorgen könntet, würde ich keine Stadtwache mehr als Leibgarde benötigen. Dann könnte ich mit reinem Gewissen dem Plan des Hauptmanns zustimmen. Ein altes Felsentor in der Bergwand, wisst ihr, was es damit auf sich hat? Habt ihr den alten Turm oben auf dem Berg gesehen? Er ragt beinahe direkt gegenüber des Tempeleingangs über unserem Städtchen empor. Im Nordwesten von Talon in einer kleinen Schlucht befindet sich ein uraltes Tor im Fels. Wenn ihr mich fragt, muss es just hinauf zu diesem Turm führen. Ziemlich beeindruckend, wenn man bedenkt, dass der eigentliche Turm so hoch über Talon droht. Die Schollen und Gänge, die in den Fels gehauen wurden, seien müssen, um dies zu ermöglichen, lassen eigentlich nur den Schluss zu, dass es sich dabei um ein Bauwerk aus zwergischer Hand handeln muss. Der Eingang soll schon seit Ewigkeiten verschlossen sein und niemand hat bislang herausfinden können, wie man ihn öffnet. Aber zurück zu meiner Finde Zutat. Werdet ihr danach suchen? So soll es sein, aber ich werde eure Zutat für euren Gegengriff bringen. Ausgezeichnet. Ich zeichne euch den Ort auf eurer Karte ein. Kommt wieder, wenn ihr die Zutat gefunden habt. Was werde ich machen? Ja. Sprich mit dem Obergeweihten. Der Obergeweihte ist bereit, mir seine Zustimmung zu geben, wenn ich ihm für ihn einen Auftrag erfülle. Finde die Alraune. Ich habe die Alraune schon gefunden. Übergib die Alraune. Ich sollte die Alraune schnell zum Tempel bringen, damit mit der Herstellung des Gegengifts begonnen werden kann. Ach, ihr seid es wieder. Wie kann der pereine Geweihte euch zu Diensten sein? Ich habe das Kraut ehrwürden. Hervorragend, ganz hervorragend. Schneller, als es die Wache mit mir im Schlepptau geschafft hätte. Meine Stimme ist euch gewiss. Dann, ja. Oh, 10 Abenteurerpunkte. Das bin ich. Das heißt, noch ein Punkt in Konstitution für dich. Und sobald du 150 hast, kannst du wenigstens den einen um den Ausdauer, weil für alles andere bräuchtest du noch mehr Konstitution. Aber ja, so wenigstens die 6 mehr Ausdauer haben, wäre nicht schlecht. Ja. Und ja, du hast schon Ausweichen auf 3. Bei dir packen wir es dann auf 3. Na klar. Du hast eine Behinderung, du hast 0 Behinderung. Wahrscheinlich die eine durch die... Ah, durch was hast du eine Behinderung? Wahrscheinlich jetzt durch die Schultern, hä? Ja. Ah, gut, eine Behinderung ist jetzt nicht so schlimm. Pro Behinderungspunkt gibt es einen Abzug von auf Ausweichen zu 50% an Abzug auf Attack- und Paradewert. Ist die Frage, können wir dir Rüstungsgewöhnung beibringen? Nein. Körperkraft 12. Folgt mir. So hättest du eine Behinderung. Na gut, eine Behinderung ist jetzt nicht so schlimm. Es hat einen Punkt in Ausweichen. Aber ja. Der Geweihte hat sich gleich ans Werk gemacht, um den Brunnen zu entgiften. Der Geweihte hat mir seine Zustimmung gegeben. Das heißt, ich brauche noch die Zustimmung von den anderen beiden. Also als nächstes mit Mutter Süßen reden. Über ihre Tochter und den Sohn vom Händler.
Zum Verkauf haben wir gerade nichts. Katze. Ach, ihr seid es wieder. Womit kann euch Mutter Süßen diesmal helfen? Kaufmann Eirich schickt mich. Ich würde mit euch gerne über eure Tochter sprechen. Besser gesagt über sie und den Sohn des Kaufmanns. Meine Tochter, aber sie hat doch gar nichts getan. Sie war immer ein gutes Kind. Was will der alte Eirich von ihr? Stimmt es, dass sein Sohn und eure Tochter insgeheim ein Paar sind? Ich suche eigentlich nur Ulfing, Eirich. Ulfing, wenn der Alte euch nach ihm schickt, kann das nur bedeuten, dass die beiden schon wieder davongeschlichen haben. Diese törichten Kinder. Könnt ihr mir sagen, wo ich die beiden finden kann?